Jo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal wieder den Shop, wie auch um jeden Tage. Und ja, so sieht der Shop aus. Ich zeige euch erstmal bei den vorgeschenkten Gegenständen. Da haben wir mal einmal den neuen Skin, Kriterium, keine Ahnung. Passend dazu hat man noch einen Rucksack, der sieht so aus. Aber leider hat sie gar keine Spitzhacke und keine Hängegleiter. Natürlich kostet die 2000 V-Bucks. Mal wieder Standard bei den neuen Skins. Meistens ist es immer 2000 V-Bucks. Dann haben wir mal, ihr seht es, aha, rote Ritterin. Ja. Die rote Ritterin, die ist schon seit Season 2 in Fortnite drin. Dann hat sie noch so einen Rucksack. Roter Schild, so sieht der aus. Und dann passend dazu haben wir noch mal eine Spitzhacke, die gibt's, also die ist wirklich eine der seltensten Spitzhacken der Welt in ganz Fortnite. Aber leider ist jetzt heute raus und jeder hat sie sich jetzt geholt. Also ist jetzt wiederum nicht mehr selten. Für 800 V-Bucks kostet es. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Skin. Das ist einfach so ein richtig geiler, legendärer Skin. Also meiner Meinung nach einer der besten. Dann haben wir also bei den täglichen Gegenständen, dann wollen wir einfach mal wieder Battle Pass Stufen. Muss ich euch mal wieder nicht erklären. Dann haben wir nochmal einen Skin für 1200 V-Bucks. Der sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Dann haben wir nochmal ein neuer Emote, unendlich Depp. Es gibt ja einen normalen Depp, da machst du halt nur so einen Depp und das war's dann. Aber der toppt nochmal alles. Auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. Unendlicher Depp heißt er. Oh mein Gott, guck das mal den Tatz an. Oh, 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 oh. Holla, come on. Auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger und geiler Tanz. Dann haben wir noch mal ein Emote, Elektro Shuffle. Den finde ich wirklich nicht so gut. Früher war er wirklich sehr, sehr gut, aber jetzt, ne. So sieht er aus. Fand ich den auf jeden Fall mal besser. Dann haben wir noch mal eine Spitzhacke für 800 V-Bucks. Die nennt sich Schneidezahn. Das ist eine sehr, 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 sehr geile Spitzhacke. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Spitzhacke. Dann haben wir noch mal einen Skin. Der nennt sich Kommando für 800 V-Bucks. Ist wirklich einer der langweiligsten Skins im Shop. Der ähnelt wirklich sehr, sehr an in so einem Standard-Skin. Den zeige ich euch mal, den Standard-Skin. Den müsst ihr jetzt eigentlich jeder kennen. So sieht der Standard-Skin aus. Und so sieht der hier aus. Oder die. Auf jeden Fall sehr, sehr gleich. Würde ich mir jetzt nicht so holen. Ansonsten, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abo natürlich muss sein. Und ansonsten... Tschüss.